Eine faszinierende Welt, die Welt der Indianer. Nach Natternbach lud der Wirtschaftsbund Oberösterreich zu einem Streifzug durch die Ikuna-Indianerwelt, um die Kultur der Prärie-Indianer Nordamerikas kennenzulernen. Zusätzlich zum bereits bestehenden Indianer-Spielgelände ist hier ein Tipidorf mit Hotel- und Restaurantbetrieb entstanden. Ja, ich glaube, hier ist etwas ganz Tolles gelungen. Es ist ein Erlebnispark geworden für Kinder, aber auch ein Nachhaltigkeitsprojekt, letztendlich auch für den Tourismus und für die Region. Wir haben eben nicht den Vorteil wie andere Tourismusregionen, die nur ihren See sozusagen ins Aushängeschild hängen müssen oder eine Stadt Wien, die mit ihrem Vergangenheit punkten kann. Wenn wir touristische Projekte machen in Oberösterreich, dann muss da schon eine ganz bestimmte Innovation dahinter stecken. Der Oberösterreich Tourismus sagt immer oder spricht immer von Leuchtturmprojekten. Und wir hätten uns auch diese Aufgabe gestellt, dass wir sagen, vielleicht könnte das auch eines werden, ein Leuchtturmprojekt. Und trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, die es bei solchen Projekten erfahrungsgemäß immer wieder gibt, sind wir doch jetzt zu einem ganz guten Ende gekommen. Und ich glaube, dass wir sicherlich so weit sind, dass man vielleicht auch sagen kann, es könnte ein Leuchtturmprojekt werden. Ein eventuelles Leuchtturmprojekt mit sicher jede Menge Familienbesuch. Für Familien ein ideales Ausflugsziel bei uns in der Region, im Bezirk, ein LIDA-Projekt, also wo man sagen kann, also da hat man aus der EU Geldmittel lukriert und ich freue mich mit dem Bürgermeister, dass er das geschafft hat. Ich freue mich aber als Christkirchnerin, also dass wir so ein schönes Ziel haben für unsere Kinder und für unsere Eltern. Unterstützt wurde dieses Projekt von der VKB Bank Christkirchen. Mir gefällt das Projekt im ursprünglichen Sinn. Es ist regional, es bietet Arbeit, schafft Arbeitsplätze. Es ist was für die Familien da, für die Region da. Und das waren so die Beweggründe, weil wir gesagt haben, das machen wir, das unterstützen wir, da sind wir mit dabei. Wenn man sich die Region jetzt anschaut, wir haben bei Tschallerbach als ganz starken Magneten. Jetzt haben wir Natternbach als starken Magneten. Wir werden auch Haag am Hausruck wieder zurückbekommen als starken Magneten. Dann schließt sich sozusagen der Kreis, der touristische Kreis. Ich glaube, dass das auch gegenseitig befruchtend ist. Und natürlich für unsere gesamte Wirtschaft. Alle profitieren davon. Ja, diese Bilder erinnern an früher. Und sollten die Damen unter Ihnen meinen, sie seien die einzigen, die in jungen Jahren von Winnetou und Old Shatterhand träumten, meinen falsch. In wen waren Sie verliebt? Old Shatterhand oder Winnetou? Ja, Winnetou. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Mein erstes Poster, das ich hatte, in meinem Kinderzimmer. Ich habe im Stockbett oben schlafen dürfen und habe da über meinem Kopf so ein ganz großes Poster gehabt von Winnetou.